Hallo, ich bin Thomas Pinnekamp und Geschäftsführer bei der Firma Teutemacher Glas in Warendorf. Hast du Interesse an einem handwerklichen oder kaufmännischen Ausbildungsberuf? Suchst du jeden Tag eine neue Herausforderung und arbeitest gerne an topmodernen Maschinen? Dann komm zu uns. Wir haben garantiert den richtigen Ausbildungsberuf für dich. Welche das sind, zeigen wir dir in unserem kurzen Video. Viel Spaß! Die Kundin kommt in die Ausstellung, da sie eine kaputte Fensterscheibe hat, die ausgetauscht werden soll. Der Industriekaufmann empfängt und berät die Kundin. Er notiert sich den Namen und die Adresse und nimmt die Maße der Scheibe auf. Zur Auftragserteilung unterschreibt die Kundin das Formular. Danach wird der Auftrag in die Erfassung übergeben. In der Erfassung wird der Auftrag ins System eingetragen und der Industriekaufmann überprüft ihn auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Sollte alles in Ordnung sein, werden die Auftragspapiere gedruckt und in die Arbeitsvorbereitung gegeben. In der Arbeitsvorbereitung werden mehrere Aufträge einer gleichen Glassorte zusammengelegt, sodass möglichst wenig Verschnitt anfällt. Auf den Etiketten befinden sich Informationen über den Kunden und den Aufbau der Scheibe. Die zusammengehörigen Papiere werden zusammengetackert. Anschließend springen wir aus dem Büro in die Produktion. Im Zuschnitt werden die einzelnen Scheiben auf die vom Kunden gewünschte Maße zugeschnitten. Die Maschine ritzt das Glas an, der Flachglastechnologe bricht das Glas an den angeritzten Stellen. Anschließend werden die Scheiben in ein vorübergehendes Lager gefahren. In dieses Lager passen bis zu 250 Scheiben rein. An der Visitierstation wird die Glasscheibe auf Kratzer oder ähnliche Beschädigungen überprüft. Sollten keine Mängel vorliegen, wird ein Rahmen auf die Scheibe gesetzt und anschließend automatisch zu einer Isolierglasscheibe zusammengepresst. Nach der sogenannten Presse wird die Isolierglasscheibe von der Maschine versiegelt und der Flachglastechnologe bessert die Ecken nach. Anschließend stellt der Mitarbeiter die Scheibe auf einen Glasbock, damit die Versiegelung trocknen kann. Die Scheibe wird aus der Isolierglasproduktion vom Glaser abgeholt. Der Glaser holt die getrocknete Scheibe vom Bock und lädt sie auf das Fahrzeug. Außerdem kommt noch ein Werkzeugkasten dazu. Nun fährt er damit zur Baustelle. Ist der Glaser beim Kunden angekommen, lädt er die Scheibe auf dem Bock auf. Der Kundenstamm umfasst Endverbraucher sowie gewerbliche Kunden. An der Baustelle findet der Glaser die kaputte Scheibe vor. Zuerst werden die Fensterleisten demontiert, anschließend hebt er die Scheibe raus. Als nächstes holt der Glaser sich die neue Scheibe und setzt sie in den Rahmen hinein. Die Leisten werden wieder am Rahmen befestigt und mit einem Hammer festgeklopft. Das Fenster wurde erfolgreich ausgetauscht. Hallo, ich bin Marie-Therese Beermann und verantwortlich für die Ausbildung bei Teutemacher Glas. Und während der Ausbildung immer für dich da. Und nach der Ausbildung? Wir suchen keine Theoretiker, wir brauchen Praktika mit Leidenschaft am Glas. Bewirb dich! Werde ein Teutemacher!